Scheiße, ich komme nicht zurück. Ich muss gegen ihn kämpfen. Kacke. Kriege ich das hin? Ich werde mal... die Tränke... ihm hier geben. Das lädt 20 auf. Das wäre verschenkt, wenn ich das jetzt nochmal gebe. Ah, ich hoffe, das ist der letzte. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokon zu pflegen. Oh, ein Käfer-Pokémon. Ein Bibor. Ach so, das sind die Arme. Ich dachte, was hat das denn da am Bauch? Bibor haben wir auch noch nicht gesehen. Wenn ich Bibor sehe, muss ich auch immer irgendwie an Sichlor denken. Doppelkick würde ich sagen. Fuck! Energiefokus, lädst du dich jetzt auf? Es pumpt sich auf, okay. Hornattacke. Furienschlag gegen daneben, sehr schön. Hornattacke. Gut. Sehr schön. Noch ein Bibor, aber ich weiß ja jetzt wenigstens, dass die Hornattacke sehr gut ist. Ah! Furienschlag. Ja. Ja. Ist okay. Oh. Erreicht Level 26. Alex ist zu OP. Was? Das war nichts als reine Zeitverschwendung. Ja. So, was haben wir denn hier? Ein Nidoran. Männlich. Männlich! Doppelkick. Ich hoffe, du bist gay, Schicht. Oh. Hm. Es hat eins abgezogen. Süß. Dann machen wir jetzt Hornattacke. Ich hoffe, das ist besser. Ja. So, raus aus dem Gras. Die wachsen nach. Ist da oben noch was? Nein. Pokémon. Lutexo. Schneide. Ich glaube, es sind jetzt echt nicht mehr viele, glaube ich, die da rumstehen. Nur noch eine Person, glaube ich. Jetzt gehe ich dann nochmal hin und mache dem die Hucke voll. Dann speichern wir ab und dann mache ich Ende. So. Das ist jetzt so halb gar und das möchte ich so jetzt nicht da rumstehen lassen. Weil wenn ich dann das nächste Mal hier hinkomme und wieder aufnehmen will, dann denke ich mir, scheiße, was willst du überhaupt machen? Weil wenn ich dann das nächste Mal in der Höhle stehe oder Tunnel oder whatever, dann weiß ich schon mal ungefähr, was ich vorhab. Ah, Pokémon. Taxo. Ich müsste eigentlich auch noch
den Arena-Kampf machen. So, da oben haben wir... Nee, da... Oh. Den ersten hier bin ich umgangen, ihn hier. Ich werde einmal der weltbeste Pokémon-Trainer. Ich hoffe, den kriegen wir schnell kaputt. Ach, der Teenager. Ach, ein Pokémon. Ein Sandan. Der, oh! Level 24. Also der Schlitzer, der ist schon nicht ohne. Ach, fuck. Nein, nicht schon der Schlitzer. Was? Geofissur? Ach, noch mehr Sandwirbel. Ach, danke schön. Okay. So. Ihn mussten wir bekämpfen. Den Typen da unten rechts haben wir. Den mussten wir auch bekämpfen. Hier ging es nicht weiter. Links, den haben wir auch. Da oben ging es nicht weiter. Den haben wir eben bekämpft. Jetzt sind wir hier runter. Hier steht jetzt noch ein Mädel. Traue dich ruhig. Mir ist zu kämpfen. Mir ist zu kämpfen. Mit mir zu kämpfen. Man merkt, dass ich schon 2 Stunden 40 Minuten aufnehme. Pfadfinderin möchte kämpfen. Ein Pokémon. Ein Mauzi. Oh. Kriegt der Dave das hin? Zahltag. Es liegen überall Münzen verstreut. Oh, das ist gut. Kratzer, überlebst du? Oh. Bitte. Yes, sehr schön. Super, Dave. Das war zu viel des Guten. Cool. Nee, da will ich nicht runter. Geh weg, Pikachu. Was ist das hier für eine Umgebung? Okay, da geht's nicht weiter. Einmal hier kurz durchlaufen. Habe ich irgendwas an mir, dass ich keine Kämpfe bekomme oder was? Ein Magnetilo. Könnte man mal fangen, ne? Oh, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Dankeschön. Ah, ja. Yes, wir haben einen Magnetilo gefangen. Magnetilo, Magnet, 0,3 Meter, 6 Kilogramm. Magnetilo schwebt auf elektromagnetischen Wellen durch die Luft und trotzt so der Schwerkraft. Nein. Da ist ein Haus. Ein Pokécenter. Was ist das denn hier? So. Jetzt können wir hier erstmal noch die Leute voll quatschen. Also erstmal heilen. Dann die Leute voll quatschen. Und dann mal gucken, was da draußen noch abgeht. Ich will gern wissen, ich will gern weiterzocken, aber ich muss noch lernen. Danke für dein bla bla. So. Bla bla bla. Was ist hier jetzt? Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Ich habe für ein nutzloses Nugget 5000 Poké-Dollar bekommen.
Ihr Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker bzw. schwächer. Ja. Ja, ja. Ach, sie möchte kämpfen. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Ja, musst du stärker werden. Oh nö. Not Pummeluff. I don't like... Oh. Es hat keine Wirkung, sehr schön. Geil. Yes. Pipi. Nee. Pipi kann aber auch singen, ne? Und Pipi hat nichts mit Pummeluff zu tun, ne? Yes, keine Wirkung. Pfund. Sehr schön. Delph erreicht Level 21. Delph versucht, Kratzfurie zu erlernen. Aber Delph kann nicht mehr zwei Attacken erlernen. Der hat bestimmt irgendwas Nutzloses. Silberblick. Und er lernt Kratzfurie. Nein, nicht schon wieder. Okay, warum stehen hier drei dieser Bäume? Da ist nichts dran. Da ist nichts dran. Da ist nichts dran. Vier sogar. Ich will die alle wegmachen. Das muss doch irgendeinen Sinn haben, dass sie hier stehen. Pokémon. Glutexo, Zerschneider. Kann ich das... Kann ich das Relaxo mit dem Zerschneider angreifen? Sodass es aufwacht und dass ich gegen das kämpfen muss? Und dann möchte ich das gerne fangen. Hm. Hat nichts gebracht. Felstunnel. Gut, dann gehen wir da jetzt rein. Und es ist dunkel! Schön! Das heißt, wir können den ganzen Weg wieder zurückgehen. Jetzt nehme ich mal mein Fahrrad. Weil ich habe keinen Blitz. Und ich habe keine Lust, da irgendwie so blind durchzulaufen. Deswegen geht jetzt ab zurück. Ach, da geht... Ne, nee, wo muss ich denn... Doch, muss doch nach rechts. Da lang. Wo? Zerschneider? Nein. Glutexo, Zerschneider. So. Und dann... Düsen wir jetzt erstmal Richtung Arena. Hier kann ich mit dem Fahrrad durch, ne? Nee. Schade. Oh Gott. Hab ich fast 3 Stunden aufgenommen. Das ist guter Puffer hier. Fahrrad. Fahrrad is on his way to find way he can drive on he, the männliche Fahrrad. Arena wollte ich, genau. Ne, erstmal Pokémon Center. So, mal ein bisschen quatschen hier. So, komm, gib Gelsen.
Oh, ich freue mich schon morgen so auf den Stream. Weil Dennis hat schon so lange nicht mehr gestreamt. Und dann mache ich morgen wieder Bügelperlen gedöns. Ach, das wird toll. So. Nee, nicht als... Ach, Mann, ich krieg das einfach nicht geschissen. So. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Warum stehen da Mülleimer rum? Hey, warte, du Champion von See oder was auch immer. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Okay. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich werde jetzt abspeichern. Ah. Und dann werden wir das nächste Mal den Major Bob besiegen. Den blitzschnellen Arenaleiter. Jetzt werde ich nochmal gerade... Lass mich mal überlegen. Genau, wir wollen jetzt Major Bob besiegen. Ich hoffe, dass wir die TM Blitz oder die VM Blitz von ihm bekommen. Jetzt ist es, glaube ich, VM 05 oder so. Wenn ich mich nicht irre. Kann auch sein, dass ich wieder Quatsch erzähle. Ja. Und dann können wir zum Beispiel mit Pikachu oder so die komische Höhle da erleuchten. Und dann geht's weiter. Und eigentlich müssen wir nochmal zurück zum Anfang. Können wir eigentlich auch. Aber ich glaube, das mache ich eher offscreen, dass ich dann das dann zusammenschneide oder so. Wo ich überall Zerschneider einsetzen kann und so. Naja. Okay. Auf jeden Fall das nächste Mal hier Arena. Hoffen, dass ich Blitz bekomme und dass wir dann in die Höhle können. Genau. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Wie gesagt, vielleicht mache ich vorher noch, dass ich das vor das Video schneide. Mit dem Zerschneidergedöns, weil da waren ja einige Ecken, wo wir das machen konnten. Ja. Okay. Dann habe ich jetzt schon knapp 3 Stunden aufgenommen. Das ist lang. Aber es hat heute richtig viel Bock gemacht. Von daher, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und, ja, bis dann.